Benjamin? Wahl voraus! Hab Antwort, Benjamin! Ja, ja, du! Solchen Spaß, ich könnte den ganzen Tag weiterspielen. Ja, macht großen Spaß. Danke, lieber Nino, du warst ein sehr nettes Walbaby. Du, ich hatte Karl versprochen, dass ich ihm beim Füttern helfe. In Ordnung, dann hören wir eben auf. Die behaupten, das wäre ein Boot? Lächerlich, Kinderkram. Oh, hallo, da seid ihr ja wieder. Wollt ihr mal richtige Boote sehen? Dann solltet ihr euch die großen im Hafen angucken. Na los, kommt! Ah! Hallöchen! Hier ist Carla Kolumna mit ihrer Reportage für Neustadt TV. Ich berichte Ihnen live von den Vorbereitungen zur diesjährigen Segelregatta. Es sieht hier noch wie Kraut und Rüben aus, aber das sensationelle Ereignis wird pünktlich beginnen. Diese Regatta wurde vor 100 Jahren ins Leben gerufen. Und zwar von meinem lieben Urgroßvater Christoph Kolumnus. Diesmal erwartet uns ein besonders spannender Wettsegelkampf. Der Ausgang dieser phänomenalen Wassersportsensation ist völlig offen. Unsere besten Segler sind hier am Start. Da ist Baron von Zwiebelschreck mit seiner Yacht Tornado. Und sein sensationeller Herausforderer, Captain Rudi Rotbart mit der Seeadler. Was? Herausforderer haben Sie gesagt? Ein sehr guter Witz, Frau Kolumna. Genau, Sie sagen es, denn ich bin nicht der Herausforderer, ich bin ganz vorne, ich gewinne. Und der ulkige Vogel da, der sitzt wohl am Steuer. Das nennt man Ruder, Sie Süßwassermatrose. Wie ich gesagt hatte, das wird ein spannendes Wettsegeln. Also warten wir bis morgen, dann stellt sich raus, wer gewinnt. Hier ist Carla Kolumna. Das war ein Bericht von den Vorbereitungen zur Neustädter Regatta. So, lass es dir schmecken. Danke, das ist wirklich nett von euch. Manchmal wüsste ich gar nicht, wie ich das ohne euch alles schaffen soll. Karl, ist doch Ehrensache, dir zu helfen. Nur ein Eimer reicht den Eisbären aber nicht, Karl. Ich weiß, aber während der Regatta will doch kein Besucher zu uns in den Zoo kommen. Wir haben einfach kein Geld für Futter. Ja, das geht doch aber nicht. Nein, das geht wirklich nicht. Könnt ihr mir mal sagen, was ich jetzt essen soll? Na ja, aber in der Not essen wir Raben auch Eisbärfutter. Eine milde Gabe, bitte, bitte. Unverschämtheit! Ihre armen Tiere haben Hunger, Herr Tierlieb. Ja, das ist traurig, Benjamin. Hier, ich bin gerade dabei, durchzurechnen, wie viel uns diese Woche wohl bleibt. Hallöchen! Oh, nanu! Alle so trübselig, Aha, verstehe. Sie brauchen nichts zu sagen. Carla weiß nämlich alles. Der Zoo hat wieder kein Geld. Er ist unschuldig verarmt, wie immer. Ja, ja. Das ist der klägliche Rest, Frau Kolumna. Wegen der Segelregatta wollen leider keine Besucher kommen. Nein, sowas, Sie Ärmste. Ich hab's. Sie müssten die Neustadtregatta gewinnen. Dann wären Sie alle Sorgen los. Oh, was gibt's da zu gewinnen? Den goldenen Anker und einen Sack voll Geld gibt's dazu. Aber die Gegner sind schwer zu besiegen. Baron von Zwiebelschreck und Captain Rotbart. Da machen wir mit. Das schaffen wir. Gegen den Baron gewinnen wir doch immer, nicht wahr, Otto? Ja, wir gehen segeln. Wir gehen segeln. Aber Benjamin, du hast doch noch nicht mal ein Segelboot. Ach, ja, richtig. Ich hab schon eine Idee. Das könnte klappen. Das Segelboot von meinem Urgroßvater Christoph Kolumnus liegt seit ewiger Zeit im alten Schuppen da unten am Hafen. Ich weiß zwar nicht, ob es noch brauchbar ist, doch wir können es uns ansehen. Ansehen kostet ja nichts, stimmt's? Also dann los! Na ja,
Das kann ja wirklich heiter werden. Am besten, ich flieg gleich mit denen, wie? Sicher ist sicher. Stimmt, hier war lange keiner mehr, so wie es hier aussieht. 100 Jahre nicht mehr, um genau zu sein. Denn damals hat mein Urgroßvater bei uns in Neustadt nämlich die allererste Regatta gewonnen. Oh, ist ganz schön dunkel hier drin. Na, das haben wir gleich. Sieht ja aus wie Sie, Frau Kolumna. Das ist meine Urgroßmutter. Sie hieß auch Carla. Mein Urgroßvater hatte sie so lieb, dass er sein Boot nach ihr getauft hat. Ho, 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 ho. Soll das etwa heißen, das Boot heißt auch Carla Kolumna? Nein, nicht doch. Nein, nicht ganz, lieber Herr Blümchen. Er hat sein Boot Santa Carla getauft. Na gut, dann ziehen wir es mal raus. Na ja, wenn ihr mich fragt, in diesem Zustand kann der Kahn niemals gewinnen. Nicht einmal, wenn ich der Captain wäre. Tja, ein kleines bisschen muss man schon daran basteln. So ein Pech. Ich glaube, da ist ein neuer Anker fällig. Neue Segel brauchen wir auch. Herr Blümchen! Herr Blümchen! Herr Blümchen, was haben Sie vor? Wir sind gerade dabei, die Santa Carla wieder flott zu machen, Herr Baron. Genau. Und bei der Regatta segeln wir dann mit. Mitsegeln wollen Sie bei der Regatta damit? Ich könnte mich gerade krumm und schief lachen. Das ist gar nicht witzig. Sie müssen schon entschuldigen, lieber Herr Blümchen. Doch mit der löchrigen Seifenschale können Sie höchstens in der Badewanne Kapitän spielen. Und selbst da kann die nicht schwimmen. Badewanne! Badewanne! Was? Weg da, los, hau ab! Weg da, los, hau ab! Das ist mein Platz, hau ab! Hau ab! Du Spatzengehirn! Spatzengehirn! Frechheit! Verschwinde von hier! Zufrieden? Sieht toll aus. Aber irgendetwas fehlt. Der Anker! Oh Mann! Oh. Ach, das macht nichts. Wir wollen ja sowieso nirgendwo anhalten. Herzliches Willkommen bei der Seelenregatta von Neustadt. Und wieder entscheidet sich, wer der würdige Nachfolger meines Urgroßvaters Christopher Kolumbus wird und die diesjährigen goldenen Anker gewinnt. Also, zuerst geht es flussabwärts bis zur Wellenbucht, dann in einem großen Bogen um die Insel Buddelsand herum. Der schwierigere Teil ist der Rückweg vorbei an der Fischerinsel und dann flussaufwärts. Das bedeutet gegen die Ströme. Da zeigt sich der wahre Meistersegler. Deshalb ist ein Motor absolut verboten. Wer mit einem Motor erwischt wird, scheidet sofort aus der Regatta aus. Was
das sehen meine scharfen Rabenaugen da. Schiebung, Betrug, Schwindler. Die haben doch Motoren. Sieht das niemand? Sieht das denn keiner? Auf die Plätze. Fertig. Los. Ich sag kein Wort mehr. Sagen, Sie sind ja ein Künstler. Ich finde, Kinder und tollpatschige Elefanten sollten mal lieber im Sandkasten spielen. Hör bloß nicht auf die beiden, Benjamin. Was machst du denn schon wieder hier, Hen? Schon wieder hier, Hen? Hey, das ist mein Platz. Mein Platz. Es ist kaum zu glauben, was heutzutage alles durch die Luft fliegt. Hey, Vorsicht, passen Sie auf! Passen Sie doch selbst auf! Der Fluss wird breiter! Jetzt kommt, volle Segel setzen! Muss ich denn alles selber erledigen? Großsegel hoch, Otto! Ei, ei, Großsegel hoch, Captain Benjamin! Wenn wir diesen Preis kriegen, hat der Zoo wieder genügend Geld, um Futter für die Tiere zu kaufen. Das hab ich doch gesagt, Backbord, Sie Süßwassermatrose! Das war ja ungeheuer knapp. Alles Ihre Schuld, Backbord! Der ist aber ganz schön dick. Ich glaube, die ist aber eine Sie. Komisch. Sieht aus, als ob sie irgendetwas sucht. Du, Otto, gucken Wale immer so traurig? Dauernd solche Aufregung um irgendwelche Dickhäuter, das begreife ich nicht. Ahoi, Süßwassermatrose. Die Segelmannschaft der Santa Carla macht Pause. Das ist für uns die Gelegenheit. Ahoi, Herr Blümchen, geben Sie auf. Niemals, lieber Herr Baron. Aber Frau Wahl scheint Hilfe zu brauchen. Ich verstehe wohl nicht recht. Ach du meine Güte. Frau Wahl scheint Hilfe zu brauchen. Darum geht's. Das glaube ich auch, Benjamin. Die Strömung muss es ans Ufer getrieben haben. Seine Mami kann ihm nicht helfen, Otto, weil sie sonst auch stranden würde. Irgendwo stranden ist das Gefährlichste, was einem Wal passieren kann. Wir müssen ihnen helfen, komm! Oh. Ich
lauf schon mal zum Baby. Kannst du das Boot allein festmachen? Ei, ei, Captain. Was? Aber wer soll das Boot bewachen? Hm? Oh, ich weiß schon wer. Captain Gulliver natürlich. Wer sonst? Hm? Du musst keine Angst haben, mein Kleines. Wir helfen dir gleich wieder ins Wasser rein. Otto, die Ruder vom Beiboot. Kriegst du gleich. Das dürfte wohl eine ganze Weile dauern. Wie gut, dass die mich als Aufpasser haben. Schon besser, oder? Otto, na endlich! Jetzt schieben! Was jetzt? Weißt du, Benjamin, vielleicht holen wir die anderen ein, wenn wir uns etwas beeilen. Großartige Idee. Worauf warten wir noch? Komm. Oh. Das darf es doch nicht geben. Unser Boot ist weg. Ja, da hinten ist es. Ist mir übel. Hey, könnt ihr nicht aufpassen da unten? Was soll die Schaukelei? Die beiden haben mich einfach vergessen. Ja, das passt zu denen. Das sieht ihnen wieder ähnlich. Ist mir schlecht. Da seid ihr ja schon wieder. Du, wir sollen aufsteigen. Ist ja heller Wahnsinn. Du, wir haben unsere eigenen Wassertaxis. Gut gemacht, ihr lieben Wale. Vielen Dank. Der allerwichtigste Mann hier an Bord ist seekrank und die beiden gehen einfach surfen. Und weiter geht's. Wir sind wieder im Rennen. Wir gewinnen nicht mehr, Benjamin. Die anderen sind schon beim Leuchtturm. Müssen Sie denn immerzu neben mir herfahren, mein Bester? Sie können ja stoppen! Stoppen! Was Sie nicht sagen, das könnte Ihnen so passen. Sehen Sie, was ich hier habe? Auf Wiedersehen! Einen Moment! Silber! Otto, du musst nur immer fest daran glauben. Und dann kannst du alles schaffen. Toll!
er nun schon wieder? Hey, Otto, da hinter uns. Nun sieh dir das an. Ein Wahnsinn. Sie Segelanfänger, los, geben Sie Raum! Nein, mein Bester, nicht doch, geben Sie mir Raum! Geben Sie auf! Geben Sie auf! Steht doch wohl felsenfest. Ich hätte heute gewonnen. Die Sonntagssegler. Sonntagssegler. Du hast recht, Benjamin. Man schafft es. Man muss nur fest dran glauben. Herr Blümchen, was tun Sie hier, wenn ich fragen darf? Wir gewinnen. Sollen wir Sie mitnehmen? Kommen Sie an Bord, Herr Baron. Sie wurden geschoben, das ist Schiebung, das ist nicht erlaubt. Ha? Na, und was ist das? Was haben wir denn da? Das sind nur Hilfsmotoren für den Notfall. Stimmt, genau. Motoren sind aber absolut verboten. Das ist Schiebung. Also, was ist jetzt? Soll ich sie retten? Retten! Retten! Du? Wehe, du sagst doch bloß ein Wort. Ein Wort! Oh. Ah. So, und jetzt Sie, Herr Baron. Ist das nass? Müssen wir wohl Tschüss sagen. Ich danke Ihnen vielmals für Ihre Hilfe, liebe Frau Wahl. Also Tschüss und vielen Dank. Tschüss. Na dann los, auf nach Neustadt. Sensationell, was ich da sehe. Das ist einfach nicht zu glauben. Das echte Segelboot, das sich dem Hafen nähert, ist die Santa Gala. Sie gewinnt, genau wie vor 100 Jahren. Sensationell. Siegerprämie, dieser Sack voll Geld, ist natürlich für Sie. Nein, nein, für meine Tiere, Benjamin, für meine Tiere im Zoo. Und da wäre noch der goldene Anker. Was wollen Sie damit machen, Herr Blümchen? Den wird die Siegerin, die Santa Carla, bekommen. Weil jedes Boot einen Anker braucht. Und einen Motor. Na, wie wär's? Wer ist zuerst am Leuchtturm?